Und der Plan ist mehr als aufgegangen, würde ich sagen. Zu meiner Linken sitzt die strahlende Siegerin, Christina Brühring-Spreer. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Knapp 80% im ersten gemeinsamen Grand Prix. Wie gesagt, nach fast anderthalb Jahren Pause. Wie ist die Gefühlslage? Ja, erstmal bin ich natürlich super glücklich, dass es heute so gut geklappt hat, gerade nach so einer langen Pause. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass es schon so gut funktioniert. Aber ich hatte im Training und auch zu Hause schon das Gefühl, dass er sich wirklich besser denn je anfühlt. Ich glaube, die Pause hat ihm eigentlich auch ganz gut getan. Der fühlte sich jung an, der hatte Spaß und ich glaube, das hat man heute auch gesehen, dass er wirklich Lust hatte und trotzdem auch sicher zu reiten war, jetzt nicht abgelenkt oder so. Und das Reitgefühl war super und klar, Kleinigkeiten waren noch drin, das waren aber auch einige meine Fehler, aber ich bin super glücklich. Definitiv, das sah auch spitze aus. Warst du vielleicht auch, sagen wir, ein klein bisschen nervöser als sonst, weil du hast ja im Prinzip auch anderthalb Jahre nicht am Grand Prix-Zirkus teilgenommen, ne? Ja, ich war tatsächlich etwas angespannter als sonst. Gut, die Erwartungen sind natürlich auch sehr, sehr groß und das sind vielleicht unsere letzten zwei Jahre oder je nachdem, ich weiß es selber noch nicht, aber da will man natürlich auch einen guten Start haben, gerade nach so einer langen Pause. Und ich glaube, er hat gezeigt, dass er trotz seiner 17 Jahren wirklich noch topfit ist und ja, einfach Lust dazu hat. Und solange ich das Gefühl habe, mache ich auf jeden Fall weiter. So auf jeden Fall, bitte gerne. Wie geht es an diesem Wochenende weiter? Morgen die Kür, sehen wir da Desperados und Christina Brühring-Spreer? Nee, ich habe mich für den Spezial entschieden, der ist am Sonntag. Morgen werden wir einfach ein bisschen locker machen, gar nicht so viel, weil man merkt doch, dass er die letzten Tage ein bisschen gearbeitet hat und muss ja auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich fand heute, war die Prüfung schon sehr, sehr sicher und von daher wird er morgen ein bisschen locker gemacht und dass er für den Sonntag dann fit ist. Morgen darf er pausieren, Sonntag sehen wir ihn wieder. Lass uns einmal den Ausblick wagen. Das Jahr 2018, natürlich auch Championatsjahr, das muss angesprochen werden. Alle Augen auf Tryon im September, auf die Weltreiterspiele gerichtet. Wie geht es jetzt nach Dortmund natürlich mit dieser Zielvorgabe Tryon für dich weiter? Also wir werden eigentlich so verfahren wie die Jahre zuvor auch. Ich konzentriere mich jetzt nicht irgendwie auf Weltcup, sondern wirklich auf die Weltmeisterschaft. Natürlich muss das Pferd muss gesund bleiben, ich muss meine Leistung zeigen. Aber das sind ja jetzt zum Beispiel Hagen wollte ich eigentlich vorreiten, Balve, Aachen. Das sind ja die Turniere, die so im Fokus stehen. Ob ich jetzt zwischendrin noch mal was reite, das muss man halt abwarten, wie das Pferd drauf ist, aber das sind eigentlich sehr gezielte Einsätze und darauf konzentrieren wir uns dann. Also bei den Klassikern auf dem Weg zum Championat sehen wir dann auch Desperados und Christina Brühring-Spreer. Ganz interessant, Desperados ist ja auch ein hocherfolgreicher Zuchthengst und du hast einen seiner Nachkommen unter dem Sattel, Destiny OLD. Genau. Gibt es da Parallelen? Tritt die mal in Vaters Fußstapfen? Wie fühlt sich das im Moment an? Also ich hoffe das sehr, sehr stark. Ich liebe dieses Pferd. Es ist einfach ein Pferd, auch genau wie das Paradas, der will arbeiten und das jeden Tag, der hat Ehrgeiz, ist super klar im Kopf. Ich habe ihn hier auch mit zum Training und er hat sich wirklich die letzten Tage hier super gezeigt. Es lernt schnell, hat sehr, sehr viel Talent, auch für Piaf Passage und der macht einfach nur Spaß. Also Papa Desperados gibt seine positiven Eigenschaften auch an die Nachkommen auf weiter. Jeden Fall. Vielen Dank, Christina Brühring-Spreer. Noch einmal der herzlichste Glückwunsch. Alles Gute für Sonntag im Spezial. Alles Gute für 2018, auf dass es so weitergehen möge. Und Sie, verehrte Zuschauer, dürfen wir dann noch einmal auf das weitere Programm hier des Signal Iduna Cups verweisen. Es geht gleich weiter mit dem Derby Dressage Cup. Zunächst für die Nachwuchsreiter, dann für die Nachwuchspferde. Heute Abend die erste Wertungsprüfung des Weltcup-Finals im Voltigieren und um 21:30 Uhr dann die Qualifikation zum Großen Preis der Bundesrepublik im Springparcours.